Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Mod-Vorstellung und zwar den Private Practice Mod. Dieser Mod gibt es bereits schon in 14 Sprachen. Somit ladet euch den runter und probiert ihn in eurer Wunschsprache direkt aus. Um euch den Mod näher zu bringen, habe ich hier meinen lieben Dan. Ihr klickt unten auf das Handy, dann auf das Haus mit dem Zahnrädchen und dann geht ihr auf mein Gesundheitsportal. Als nächstes ploppt ein Fenster auf und aktuell könnt ihr hier nur einen Termin vereinbaren. Als nächstes könnt ihr auch noch aussuchen, für welchen Sims ihr das gerne auswählen möchtet. Dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Einmal könnt ihr eine Gesundheitsuntersuchung auswählen, einen krankheitsbedingten Besuch, wenn ihr schon bereits irgendwie Symptome habt, oder wenn ihr Herzprobleme habt, eine Bypass-Notoperation. Dann könnt ihr noch aussuchen, zu welchem Krankenhaus ihr gerne möchtet. Beim Herunterladen von diesem Mod sind bereits 4 verschieden große Kliniken dabei, die alle wirklich wunderschön aussehen. Als nächstes bekommt ihr, dass euer Termin feststeht und dass dieser Montag um 12 Uhr ist. Und wir haben jetzt gerade erst kurz vor 12 Uhr eines Samstags. Also der Arzttermin ist sogar mit Wartezeit und irgendwie ist das toll. Wenn der Tag dann gekommen ist, bekommt man eine Nachricht, dass heute der Gesundheitstag ist. Als nächstes bekommt ihr dann auch noch die Frage aller Fragen. Wenn heute dein Gesundheitstag ist, möchtest du mitmachen, alleine losschicken oder den vereinbarten Termin absagen? Angekommen bei der Klinik müsst ihr euch wie bei dem Tierarzt zum Beispiel an einem Automaten erstmal anmelden. Nachdem ihr euch angemeldet habt, ploppt dann natürlich wieder ein weiteres Fenster auf und der Arzt hofft sehr, dass du auf die Toilette musst. Denn wir werden dich bitten, für eine Urinprobe in den Becher zu pinkeln. Bitte gehen Sie auf die nächste Toilette und erledige diese Aufgabe. Wenn Sie damit fertig sind, stellen Sie den Becher auf die Probewagen ab und warten Sie auf den nächsten freien Wellnessautomaten, damit wir deinen Blutdruck und dein Gewicht überprüfen können. Dann bekommt ihr aus dem Automaten einen Becher, womit ihr auf die Toilette geht. Zuerst ist er noch leer, danach ist er voll. Sehr schön animiert. Als nächstes geht es dann an den Wellnessautomaten, um den Blutdruck und dein Gewicht zu überprüfen. Man setzt sich einfach an diesen Automaten dran und wartet ein wenig ab. Anschließend bekommt man dann den Hinweis, dass alle notwendigen Daten vorhanden sind und für eine vollständige Gesundheitsanalyse müsste man noch auf dem Untersuchungsbett einmal Platz nehmen und warten, damit man die Ergebnisse bekommt. Anschließend geht man dann in dieses süße kleine Zimmerchen und wartet auf den nächsten Arzt. Der Arzt gibt dir dann eigentlich nur den Hinweis, dass alle deine Ergebnisse in deiner Handy-App sind und dass du am Apothekenautomaten noch deine benötigten Medikamente kaufen kannst, wenn du welche brauchst. Oben in der Ecke siehst du dann nochmal in Kurzformat einen Abschlussbericht für deine Gesundheitsuntersuchung. Wenn du in die App reingehst, hast du einen vollständigen Gesundheitsbericht. Du siehst zum Beispiel, dass dein Sims fit ist, ob er irgendwelche Probleme hat, hier zum Beispiel mit hohem Blutdruck. Er hat verschiedene Allergien, er ist nicht krank und die nächste Untersuchung sollte in 7 Tagen wieder stattfinden. Du kannst auch in alle einzelnen Reiter reinklicken, hast dann zum Beispiel die Medikamente, wogegen er allergisch ist, was gegen hohen Blutdruck hilft, was für Vorschläge gemacht wird. Zum Beispiel, dass er sich jeden Tag 30 Minuten bewegen soll und nichts machen soll, was ihn irgendwie stresst. Anschließend, wenn du dir dann alles durchgelesen hast, kannst du erstmal in den Apothekenautomaten gehen, kannst dir die Medikamente kaufen, wovon es auch wirklich viele verschiedene Varianten gibt. Und dann meldest du dich einfach ab, bezahlst und kannst nach Hause gehen. Gerne möchte ich euch auch noch zeigen, zum Beispiel hat Chloe hier einen zu niedrigen Blutdruck. Und wegen dem niedrigen Blutdruck kann sie Schmerzen verspüren oder auch Schwindelkeit. Eloise hier zum Beispiel hat auch einen zu hohen Blutdruck. Und Alina hat zum Beispiel Untergewicht. Somit, es gibt wirklich verschiedene Arten von Krankheiten bei diesem Mod. Probiert es einfach gerne aus. Was auch sehr schön umgesetzt ist, ist zum Beispiel die Bypass-Notfalloperation. Als erstes hat dein Sims einfach nur Schmerzen in der Brust. Du kannst dann bei der Klinik anrufen, einen Termin vereinbaren und bekommst diesen schon innerhalb von 30 Minuten.
man meldet sich in dem Krankenhaus dann auch an und man bekommt den Hinweis, dass man noch schnell untersucht wird und auf die Bypass-Operation vorbereitet wird und dass eine Krankenschwester oder ein Pfleger gleich bei Ihnen sein wird. Anschließend wird man dann einmal geröntgt und dann geht es auch direkt los zu der Bypass-Operation. Und was dann noch richtig süß ist, der Sims wird für 7 Tage stationär behandelt. Somit ist euer Sims 7 Tage lang gar nicht in eurem Haushalt, sondern er ist im Krankenhaus. Und es ist einfach nur süß gemacht, es ist realitätnah, es ist einfach cute. Ladet euch den Mod runter, probiert es aus. Ich finde, dieser Mod hat wirklich einen großen Mehrwert. Alleine die ganzen Allergien, einfach mal krank zu sein und nicht nur Arzt zu spielen und andere Sims sind krank, ist schon wirklich sehr erstaunlich und toll. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, gerne kommentiert das Video, ob ihr diesen Mod ausprobieren möchtet oder wie es euch gefallen hat, würde mich auch mal sehr interessieren. Drückt auf die Glocke und wir sehen uns bald wieder. Ciao!